Ja, und dann sind wir zurück. So, laden zurzeit nicht möglich. Okay. Ich immer wenn ich die Aufnahme beende, dann ist das nämlich wieder im Bildschirm, also im normal im Menü eben so. So heißt das, Menü. So, und jetzt gehen wir hier wieder rein zu diesem Alchemisten. So, wo ist dieser Alchemist? Das ist hier ist er nicht. Dann ist er wohl hier. So, und jetzt fängt sie wieder an zu lecken, aber das ist so schlimm leckt, das hier ist das ja gar nicht das Lecken. So, jetzt gehen wir. Mein Lecken hört sich irgendwie immer an, als würde irgendjemand irgendwas ablecken, wenn ich sage, das fängt an zu lecken. So, ist er hier drin gewesen? Dann hier ist dieser hässliche Barnabas. Was passiert, wenn ich den anquatsche? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. So, und hier ist der Truhe, den beklaue ich jetzt erstmal fett. So, jetzt habe ich den Barnabas beklaut. Jetzt nehme ich mir so sein Brot nochmal eben mit. Und setze mich auf seinen Hocker. Nein, ich will aber nicht auf seinem Hocker sitzen. So, den Apfel nehme ich mir auch mit. Dann das rohe Fleischwanze und hier müsste Reis sein. So, Reis. Und jetzt haben wir ihn beklaut und jetzt gehen wir wieder dahin und suchen uns. So, hier ist übrigens auch noch eine Quest, wenn wir diesen Typen hier ansprechen. Das ist. Du siehst irgendwie entnervt aus. Ja, und Walter, ich habe ja auch allen Grund dazu. Ja? Ganz ruhig. Was ist los? Ich mag das gerne still und ruhig. Ich habe sogar nie geheiratet, weil ich keine lärmenden Kinder um mich herum haben wollte. Man muss auch nicht heiraten, um Kinder zu kriegen. Man kann auch so Kinder kriegen und man kann auch heiraten und keine Kinder kriegen. Und was genau ist jetzt dein Problem? Oh, mein Problem sind die Vögel auf meinem Dach. Ich habe das Haus am Fluss gekauft, weil man hier den Stadtlärm nicht mehr hören kann. Aber jetzt ist so ein verrückter Vogelliebhaber in die Stadt gekommen. Und der meint, dass mein Dach der perfekte Platz ist, um die Möwen aus Halbmyrtana anzulocken. Wie stellt er das denn an? Er verteilt nachts Unmengen an Brotkrumen auf meinem Dach. Und am nächsten Morgen ist hier so ein Lärm, dass ich keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Ich könnte dir bei der Sache behilflich sein. Oh, wirklich? Wenn du diesen Vogelspinner finden könntest, wäre ich dir ewig dankbar. Cool. Ein Empfehlungsschreiben von dir würde mir schon reichen. Aber sicher, dieser Verrückte hinterlässt überall, wo er auftaucht, Brotkrumen. Vielleicht hilft dir das bei der Suche. Ja, okay. Dann gehen wir mal, folgen wir mal Brotkrümmeln. Okay, hier sind Brotkrümmel. Warte. Die sammle ich mal alle ein. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Nein, ich will nicht gegen einen seiner Leute kämpfen. Was kann denn schon groß passieren? Obwohl doch. Nein, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, bald muss ich noch das gegen einen. Ich dir vorher sagen können. Hier den. Oh, dann hebe ich auf. Hebe ich auf. Und jetzt laufe ich den Brotkrümmeln hinterher. So. Egal, ich sammle die einfach nicht auf. Ich habe es nicht nötig, die aufzusammeln. Nein, hier sind die nicht. So, die sind hier. So, ich gehe einfach mal ganz provisorisch daher, wo sie nicht liegen, natürlich. So, und wo liegen die jetzt? So, hier ist der nächste. So. Brotkrümmel. Vielleicht hier. Ich sag hier, ah, okay. Hier sind die nächsten. Da einfach mal drin vorbeilaufen. Ich sehe ja, wenn die auf dem Boden liegen. So, hier sind überall so hässliche Brotdinger. So, auch hier. Okay, wir müssen anscheinend über die Brücke. Das weiß ich auch auf der Brücke. Man könnte die jetzt einsammeln, aber das mache ich mal nicht. So, und jetzt laufe ich hier. So, und jetzt sammeln wir. Wo ist. Okay, da ist der nächste. Hier auch. So, wo geht's lang? Da ist noch einer. Dann geht's hier hoch. Oh, hier übrigens schon wieder so eine Pflanze. So Brotkrumme. So, hier ist eine Herrscherkraut. Und das kann dann irgendwas, dieses Kraut, und das ist cool. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier hin. Da ist eine Drachenwurzel. Die Drachenwurzel kann coole Sachen. Das ist. Eindeutig. Hier. Wo ist die Drachenwurzel? Da ist die Drachenwurzel wahrscheinlich. Hier. Die macht Stärke plus 1. Mache ich mal eben. So, jetzt habe ich Stärke 27. Das ist extrem cool. So, und jetzt müsste hier, glaube ich, irgendwo dieser Mann sein. Da ist der. Oder. Ich weiß nicht, ob das ist, aber hier ist einer. Verrückt. Guten Tag. Was für ein Ding? Was hat der für eine Stimme? Hallo. Guten Tag. Hallo? Wer bist du? Rede, oder du bekommst meine Klauen zu spüren. Oh nein, jetzt habe ich aber Angst. Ich komme im Auftrag von Ölk, dem Händler aus Süden.
Boah, ist ja fett. Du veranstaltest mit deinen Möwen einen Heidenlärm auf seinem Dach. Die Welt ist frei und gehört uns Vögeln. Wenn du dich uns in den Weg stellst, würgen wir unser Futter auf dich ab. Hör mal zu, Freundchen. Du hörst jetzt sofort auf mit diesem Scheiß. Scheiß? Du wagst es, mich und meinen Schwarm zu beleidigen? So, jetzt kriegst du... Schnabel wird dein Schädel zertragen. Ja, dann komm her! Beruhig dich mal wieder. Komm her, komm her. Mit meinen Klauen und Flügeln werde ich dich von Antlitz der Du bist viel zu fett, um zu fliegen. Komm her! Ich mach dich doch eh fertig. Oh, hat er mich geschlagen. Boah, guck mal, ich bin viel zu geil für dich. Hat der gar nichts? Der hat ja gar nichts bei sich. Wird ein armes Kind. So, töte ich mal seine Hühner eben. Mal eben seine Hühner töten. Bis der wieder lebt. Und dann können wir mit ihm sprechen. Und mal gucken, was passiert, wenn er sieht, dass seine ganzen Hühner tot sind. Ich wette, der macht mich nicht dafür verantwortlich. So, aber. So, und jetzt hier. Scheiße. Tut das weh. So, jetzt kann ich wieder mit ihm sprechen. Boah, ist der hässlich. Ich muss arbeiten. Du hast doch... Lass mich in Ruhe. Ich muss arbeiten. So, jetzt muss ich anscheinend wieder zurück zu diesem Ölk gehen. Weil ich kann ihn jetzt nicht mehr ansprechen. Eine Mana-Pflanze. So, wo komme ich her? Daher. Jetzt gehe ich wieder zurück zu diesem Ölk. Und jetzt sage ich ihm, dass ich diesen Vogelliebhaber kaputt gemacht habe. Ja, und dann kriege ich Kohle. Oder nein, ich kriege sogar das zweite Empfehlung. Das dritte sogar, oder? Nein, ich habe erst... Ah ja, ich muss ja diesem Typen auch noch das Dings geben. Dann habe ich nämlich jetzt mein zweites Empfehlungsschreiben. Yay, oh, hier kann ich auch noch reingehen und irgendwas mopsen. Mopsen macht Spaß. Ich bin voll der Mopser. Und das Wort mopsen ist auch geil. So, da oben ist was, aber hier kann man... Ich brauche einen Dietrich. Okay, dann gib mir einen Dietrich. So, dann gehe ich mal hier weg und dann gehe ich mal wieder zu diesem Ölk. Das ist auch ein geiler Name, Ölk. Ich nenne meinen Hund auch Ölk. Oder mein Kind nenne ich auch Ölk. Wenn ich eins bekomme, nenne ich mein Kind sofort Ölk. Das ist der erste Name, an den ich denken muss. An den Namen Ölk. So, und danach müssen wir auch noch diesen anderen suchen. Da ist das... Ist hier vielleicht... Ist das Ölk? Nein, das ist nicht Ölk. Ölk ist wahrscheinlich wieder da am Rumgammeln und am Rumsuchten. Ich habe die Sache erledigt. Yay! Endlich bin ich hier. Level up! Du hast mir wirklich sehr geholfen. Hier ist dein Schreiben. Cool. Und 700 Gold dazu. Boah, ich bin ja bald steinreich. So, und jetzt suchen wir uns diesen... Jetzt suchen wir uns... Hier, wie heißt der Kerl? Dieser Kerl heißt... Nicht Barnabas. So, hier ist auch noch was. Hier kann man auch noch was... So, was macht der denn da? Ist ein Händler. Ja, den habe ich auch einfach mal stumpf was geklaut. Perfekto, muss ich dazu sagen. Warte, dem Händler kann ich ja die unnötigen Sachen, die ich nicht brauche, verkaufen. Handeln. So, der hat 5000 Gold. Das ist super. Der hat sogar einen Stab. Und dieser ist anscheinend ein guter Stab. So, da. Ork schlechter. Wo ist denn mein? Okay, den verkaufe ich schon mal. Der gibt nämlich Kohle. Und den brauche ich nicht. So, jetzt haben wir hier ein Schwert. Hier diesen Knüppel, den brauche ich auch nicht. So, dann haben wir eigentlich das Schwert auch. Ja, das Schwert noch nicht. Dann das Goldausgleich tauschen. So, jetzt habe ich erstmal 189 Gold. Finde ich cool. So, ist hier irgendwo noch was Cooles? Nein, also gehe ich hier wieder raus. Und jetzt suchen wir ganz gemütlich diesen Cornelius. Und hoffentlich gibt er uns auch ein richtiges Empfehlungsschreiben. Barnabas ist hässlich. Wo sind ihr das? Aber jetzt gehen wir mal... Der sieht auch aus wie so ein... Aber egal. Ich habe was zu erledigen. Und dann habe ich auch schon direkt die nächste Challenge. Hier ist er. Hab ihn gefunden. Drittes Schreiben. Oh, hallo. Ich habe jemanden losgeschickt, der mir Feuernesseln besorgen soll. Das war ich. Aber ich weiß nicht mehr wen. Wenn du ihn triffst, sag ihm, dass ich auf meine Nesseln warte. Okay, jetzt mache ich einmal hier bitte die Nesseln, die du... Warte. Ja doch, hier. Hier bitte, die Feuernesseln, die du suchst. Danke.
Wofür waren die nochmal? Ja, komm. Ach ja, stimmt ja. Hier, deine Belohnung. So. Ja. Bring mir was über Alchemie bei. Jetzt bringt ihr mir was über Alchemie bei. Mach ich mal Alchemie plus 5. Gut so. Ja, mehr mache ich jetzt aber nicht. Das verballert mir den ganzen... das ganze Gold. So, jetzt habe ich mein drittes Empfehlungsschreiben. So. Jetzt weiß ich auch sogar schon die nächste Quest. So, hier, was ist das denn? Geh jetzt besser. Ich quatsch noch mal eben hier diesen Typen an und hol mir da, sonst hole ich mir die nächste Quest. Lass mich in Ruhe. Ich hol mir mal einen Zweihänder. Das Zweihänder hole ich mir. Du dreckiger Dieb. Ich bin kein dreckiger Dieb. Renn doch, renn doch. Hat jetzt gesagt, du dreckiger Dieb? Ich bin kein dreckiger Dieb. Hör bloß auf. Ich bin kein dreckiger Dieb. Ich habe vor 5 Monaten noch geduscht. Ach ja, so jetzt hole ich mir eben mal, ohne den hier nochmal zu treffen, weil sonst macht er mich kalt, oder er will mich kalt machen, weil da so ein Hoffer ist. Ja, mache ich mal die nächste Quest und dann beende ich die Aufnahme nochmal. So, ich beende die Aufnahme jetzt schon. So, und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich!